Hi, ich grüße euch. Sascha wieder hier bei Exclusive Trading. Recht herzlich willkommen und wieder mit einem neuen, weiteren spannenden Video. Und zwar sprechen wir heute über die Tugenden erfolgreicher Trader. Warum es jeder, aber auch jeder schaffen kann, aber die wenigsten schaffen. Und ihr bekommt von mir heute den Link zu einem kostenfreien Webinar mit mir, wo ich euch vermittle, was ihr wirklich wissen müsst, um erfolgreicher Trader zu werden. Also in diesem Sinne, mehr dazu nach dem Intro. Ja, hi, ich begrüße euch wieder zurück hier nach dem Intro. Sascha Kurt, mein Name von der Exclusive Trading Group. Und heute geht es um die wichtigen Tugenden erfolgreicher Trader. Über diese Tugend habe ich mit vielen meiner Kollegen gesprochen, die hauptberuflich handeln, die erfolgreich nebenberuflich handeln und auch mit einem ganz speziellen Freund von mir, der bei einem Fonds arbeitet. Und wir haben da aber so ein bisschen Brainstorming gemacht und haben da uns ein paar wichtige Tugenden rausgesucht, die essentiell sind fürs erfolgreiche Traden. Und die werden wir heute besprechen. Und on top bekommt ihr jetzt noch von mir genau hier unten drunter in dem Video den Link zu meinem kostenfreien Webinar. Was muss ich alles wissen, um erfolgreicher Trader werden zu können. Das heißt, das Wissen, was dahinter steckt, was muss ich lernen, das bekommt ihr unten drunter. Das ist ein kostenfreies Webinar. Meldet euch dazu an. Ich werde das Webinar in regelmäßigen Abständen wiederholen. Also nicht, wenn ihr das Video jetzt in einer Woche oder anderthalb Wochen seht und sagt, oh, schon wieder viel zu spät, brauche ich mich gar nicht mehr anzumelden. Und das macht überhaupt nichts. Klickt hier unten drunter auf den Link. Es wird sich bestimmt auch ein Webinar für euch finden. Ich werde es zu verschiedenen Uhrzeiten auch machen, dass auch wirklich jeder die Möglichkeit daran hat, teilzunehmen. Das Einzige, was wichtig ist für euch, dass ihr wirklich wissbegierig seid, dass ihr wirklich wissen wollt, was wichtig ist und dass ihr euch dann wirklich auch eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertelstunde wirklich Zeit nehmt, vor den Rechner setzt und auch wirklich zuhört, weil es ist enorm wichtig zu wissen, was ihr wirklich wissen müsst, was ihr euch abfragen müsst. Also von daher, hier unten ist der Link, durchstarten und ja, sucht euren Termin aus und ich mache mehrere Webinare. Das heißt, ihr werdet mit Sicherheit auch das Passende für euch finden. Ja, starten wir jetzt durch mit den wichtigen Tugenden erfolgreicher Trader. Was sind denn wichtige Tugenden erfolgreicher Trader? Und da möchte ich schon mit der wichtigsten anfangen. Und zwar positive Gedanken. Positive Gedanken und Motivation gehen einher. Das ist für mich Number One. Das hat mir jeder meiner Kollegen oder auch Leute, die ich kenne, die als Trader arbeiten, gesagt, Motivation ist Number One. Das ist das Allerwichtigste von allem. Das heißt, wenn ihr die Motivation nicht habt, das heißt, wenn ihr die positiven Gedanken nicht habt, dann habt ihr gar keine Chance. Das heißt, wenn ihr dabei seid und sagt, oh, ja, schon, kann ich eh nicht schaffen, das ist nicht möglich, ist alles nur Betrug und hast nicht gesehen. Nein, natürlich nicht. Natürlich, es gibt da draußen erfolgreiche Trader. Die Wahrheit ist natürlich, die wenigsten schaffen es, weil sie einfach nicht die Tugenden an den Tag bringen, um das wirklich konsequent durchzuziehen. Also, positive Gedanken sind wichtig. Das heißt, ihr müsst positiv denken, ihr müsst positiv eingestellt sein zu eurem eigenen Leben, zum Trading an sich, zu den Finanzmärkten. Nicht sagen, oh, alles scheiße, alles Betrüger und dies und jenes. Nein, das ist einfach nicht so. Natürlich findet man überall, egal in jeder Branche, Betrüger, aber auch gute Leute. In Banken gibt es natürlich ganz genauso Abzocker wie auch gute Banker. Das werdet ihr überall finden. Das heißt, geht mit einem positiven Mindset dran. Haltet euch von negativen Leuten fern, von negativ eingestellten Leuten fern, weil die werden euch nur runterziehen. Ein positives Mindset ist enorm wichtig. Und vor allen Dingen natürlich auch Motivation, weil alle Filme, alle Beispiele, die es gibt, werdet ihr euch immer wieder mit Motivation konfrontiert. Es gibt einen spannenden Börsenfilm, der heißt Risiko oder Boiler Room auf Englisch. Der war damals noch mit Ben Affleck und mit Vin Diesel. So ähnlich wie Wolf of Wall Street ist der Film, aber dieselben Inhalte, alles ein bisschen sehr unseriös gemacht an der Börse, aber auch in diesen beiden Filmen spielt die Motivation Punkt Nummer eins. Die Motivation ist Punkt Nummer eins an beiden Filmen. Und dann gibt es von Markus Koch eine wunderbare Doku, Floored. Das findet ihr in meinem YouTube-Kanal, findet ihr das Video auch zum Thema Floored. Und zwar ist das Dokumentation über die Seaboard, über die richtigen Trader. Und auch da werdet ihr immer regelmäßig Motivation finden, wie sich die anderen Trader gegenseitig hochpushen und kaufen wollen und Gas geben. Und die machen einfach diesen Börsenhandel aus Leidenschaft.
Mit Motivation aus Leidenschaft. Und dann kommt natürlich die Kohle hinzu. Da kann man natürlich richtig viel Kohle verdienen, gar keine Frage. Aber die Motivation und das positive Denken muss stimmen. Und wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt, dann scheitert ihr bereits am wichtigsten Punkt. Also bitte, tut euch einen Gefallen. Positives Mindset. Ballert euch immer wieder ein positives Mindset, weil so kommt ihr enorm nach vorne. Einen richtigen Step nach vorne. So, und Punkt Nummer zwei. Jetzt kommen wir zu einem echt etwas nüchternen Punkt. Und zwar ist Ehrgeiz und Geduld. Ich erwähne den Punkt Nummer zwei einheitlich, Ehrgeiz und Geduld, weil es einfach Dinge sind, die gehören einfach zusammen. Das heißt, ihr müsst den Ehrgeiz haben, gewisse Dinge zu erreichen. Ihr müsst euch Ziele setzen, realistische Ziele setzen. Tut mir einen Gefallen, sagt ihr sich, ja, ich fange jetzt mit 10.000 Euro an zu handeln und ja, ich habe dann in einem Jahr oder 200.000. Nein, setzt euch realistische Ziele, setzt euch kleine Zwischensteps, weil nur so könnt ihr motiviert bleiben. Setzt euch realistische Ziele, wo ihr hinkommen wollt, was ihr erreichen wollt, was ihr wissen wollt. Und dann Step by Step hakt ihr diese Liste mit euren wichtigen Zielen ab. Das ist enorm wichtig. Tut euch den Gefallen. Weil Ehrgeiz ist wirklich Number One. Und ihr werdet es auch erleben, dass ihr ein Top-Setup habt, was wirklich super funktioniert. Und dann kommt eine Phase, wo das Setup überhaupt nicht funktioniert. Das wird immer wieder vorkommen. Deswegen sollte man auch mehrere Setups haben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir sagen mal, ihr habt jetzt ein Setup, was mal gerade nicht funktioniert. Weil dann braucht ihr A, die Geduld, um wirklich weiter zu handeln, konstant zu sein. Um dann auch wirklich die Sachen auch wirklich durchzuziehen. Diesen Ehrgeiz, da dran zu bleiben, weiterzulernen, euch weiterzuentwickeln. Neues zu lernen, ganz, 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 ganz wichtig. Und die Geduld, wirklich dran zu bleiben. Weil die meisten schmeißen das Zeug einfach viel zu schnell hin. Und das ist nicht nur im Trading so. Das ist bei allem so. Die meisten Leute, die irgendetwas anfangen, schmeißen die Sachen das Handtuch viel zu schnell hin. Wenn man meint, man könnte von heute auf morgen erfolgreich werden, das spielt keine Rolle, ob du an der Börse bist oder woanders bist, du wirst nicht von heute auf morgen erfolgreich werden. Erfolg stellt sich Step by Step ein. Und klar hast du irgendwann immer mehr und mehr und mehr Erfolg und du wirst auch immer wieder zwischenzeitlich sagen, boah cool, das habe ich jetzt erreicht, geil. Das motiviert dich dann wieder und du wirst immer Step by Step erfolgreich sein, aber das erreichst du nur mit Ehrgeiz und mit der nötigen Geduld. Hast du das beide nicht, scheiterst doch hier. Ganz, ganz wichtig. So, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar open-minded. Du musst open-minded sein. Du musst einfach frei für neue Dinge sein, dich nicht verschließen für neue Dinge. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ihr werdet oftmals konfrontiert mit neuen Setups, mit neuen Ideen und das ist Bullshit, was er erzählt, das ist Scheiße, was er erzählt, aber das stimmt doch gar nicht. Und das ist absolut falsch. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, Volumentrading ist das einzig Wahre und alles andere ist Bullshit oder ja, Markttechnik ist das einzig Wahre, alles andere funktioniert nicht. Das ist ein komplettes falsches Bild vom Trading und allgemein von den Dingen. Ihr müsst absolut open-minded sein. Verteufelt nicht irgendetwas, was ihr vielleicht noch nicht versteht. Und ihr könnt nicht sagen, es gibt Leute da draußen, ich habe schon viele Videos gesehen und schon oft mit dem Kopf geschüttelt und weil ich ein positiver Mensch bin, lache ich dann eigentlich nur drüber, aber sind wir mal ehrlich, wie oft hört man da draußen, das einzig Wahre ist Volumentrading, das einzig Wahre ist Markttechnik, das einzig Wahre ist Indikatorentrading, das einzig Wahre und der heilige Gral, hast du nicht gesehen. Ihr müsst absolut open-minded sein. Wenn euch jemand sagt, du, wenn ihr jetzt Volumentrader seid als Beispiel und sagt, boah, Markttechnik ist super geil, hört euch an, was er zu sagen hat. Lernt es. Weil ihr könnt es mit Sicherheit kombinieren. Weil alles, was ihr im Lernen lernt, könnt ihr kombinieren. Und zuzuhören ist mit Sicherheit kein Fehler. Ich habe einen Freund, der ist 76 Jahre alt, das irritiert euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen, und der ist noch enorm fit. Das heißt, der hängt in der Regel mit so jungen Leuten wie mir ab. Das heißt, 35, 40, so rum. Der ist 76 Jahre alt. Der fährt noch mit dem Fahrrad enorm viel. Klaus, wenn du das Video jetzt hörst, ich schicke dir liebe Grüße. Der Mann ist ein Phänomen. Der Mann ist vom Geiste so jung geblieben. Der ist so open-minded geblieben. Und der geht Kitesurfen 2-3 Mal die Woche. Der fährt mit seinem Rennrad durch die Gegend, mit seiner Tochter durch die Gegend. Das ist Wahnsinn. Der Mann ist ein Phänomen, was der Mann an Energie hat. Und das Wichtigste, was er mir mal gesagt hat, ist, Sascha, klauen mit Augen und Ohren, sei offen für alles Neue. Klauen mit Augen und Ohren ist gratis. Sei es beim Kitesurfen oder was auch immer. In dem Fall hat sich es auf Kitesurfen bezogen. Sascha, mit Augen und Ohren kannst du immer klauen, das ist gratis. Verschließ dich nicht für neue Dinge. Hör zu, was die anderen sagen und dann entscheide, ob es für dich passt oder nicht passt. Also von daher, immer open-minded sein.
Enorm wichtig. Niemals irgendetwas von euch weisen, weil ihr es nicht versteht, weil ihr die Meinung nicht teilt oder was auch immer. Hört euch doch mal an, was er zu sagen hat. Denkt mal drüber nach, schlaft mal drüber und oh ja, es könnte eventuell passen. Deswegen niemals verschlossen und immer open-minded sein, weil ihr werdet euch in eurer ganzen Trading-Karriere immer weiterentwickeln, immer weiter lernen. Und wenn ihr nicht open-minded seid, dann verschränkt ihr euch quasi für solche Dinge. Und sogar ich bin seit 2002 arbeite in den Finanzmärkten, bei einem englischen Broker angefangen. Mittlerweile bin ich selbstständiger Händler. Und der Punkt ist, ich lerne immer noch dazu, Tag für Tag, jeden Tag. Auch von meinen Trading-Studenten lerne ich regelmäßig dazu. Die haben teilweise hin, wo ich sage, boah, Jungs, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Uff, und dann bin ich baff. Dann denke ich mir, Sascha, warum kommst du da nicht drauf? Klar, weil andere Menschen haben andere Sichtweisen. Dann sehe ich, oh, boom, das ist richtig geil, das adaptiere ich. Dann habe ich mit Augen und Ohren geklaut, weil ich offen war für die Dinge. Und das bringt mich enorm weiter. Von daher ist das Punkt 3 und ganz, ganz wichtig. Be open-minded, wirklich offen sein für neue Dinge. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zum Punkt 4. Der passt eigentlich zum Open Mind, und zwar, ihr müsst wissbegierig sein. Ihr müsst wissen wollen, wie die Dinge funktionieren. Ihr müsst einfach den Drang dazu haben, die Dinge zu wissen. Ich sage, naja, im Prinzip, ach, die eine Strategie reicht mir, Hauptsache, naja, wurscht, Hauptsache es funktioniert, Hauptsache ich mache Kohle. Nein, ihr müsst wissbegierig sein. Ihr müsst wirklich geil drauf sein, Neues zu lernen, Neues zu wissen, wie funktioniert das, wie funktionieren Futures, wie funktionieren Optionen. Und wirklich für euch auch zu merken, oh, das sind noch andere Dinge, die könnten mir eventuell mehr liegen oder die könnten erfolgreicher sein. Weil kein Mensch ist gleich. Wir sind alle sehr individuell. Und ich kann euch da draußen sagen, keiner, wenn er mich kopiert, oder die meisten, wenn sie mich kopieren, werden vielleicht gar nicht erfolgreich werden. Weil sie ein Individuum für sich. Das heißt, den Leuten kann man nur teilweise was beibringen, und dann müssen sie es auf ihre Art und Weise adaptieren. Und von daher, das ist ganz, ganz wichtig. Wissbegierig sein. Mit Augen und Ohren klauen, wie ich schon sagte. Schaut euch andere Dinge an. Lernt weiter. Ihr lernt euer Leben lang weiter. Egal, ob ihr jetzt Wertpapierhändler seid, im Marketing seid, etc. pp. Ihr lernt euer Leben lang weiter. Die Dinge entwickeln sich weiter. Die Märkte verändern sich. Von daher, seid wissbegierig und lernt immer wieder dazu. Wenn ich euch erzähle, was ich, seitdem ich selbstständiger Trader bin, seit Anfang 2010 alles hinzugelernt habe, Wahnsinn, Wahnsinn. Sogar von Kollegen, die ich persönlich jetzt vielleicht gar nicht so mochte oder auch mochte, das spielt für mich gar keine Rolle. Aber für mich ist wirklich das Wissen dahinter wichtig. Also von daher, Kollegen, egal ob ich den Kollegen mag oder nicht mag, wenn der was hat, was ist, was gut ist, dann schaue ich mir das an, dann bin ich offen dafür, und dann will ich das wissen, dann schaue ich mir das an und dann bin ich hinterher, das zu lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zum letzten aller Punkte, und zwar zu Punkt Nummer 5. Und Punkt Nummer 5 ist ganz einfach Duplizierbarkeit. Das heißt, ihr müsst duplizierbar sein. Das heißt, wenn ihr in eurer Trading-Karriere lernt und wirklich was erfolgreich habt, dann müsst ihr es immer und immer und immer wiederholen. Weil durch die Duplizierbarkeit brennt ihr das nur am Kopf ein. Es wird zum Automatismus. Ihr lernt es wirklich. Und die Duplizierbarkeit ist wichtig. Nicht heute mal das Setup so machen, morgen macht ihr das Setup mal so. Und ja, heute passt das Setup so nicht, dann mache ich das mal lieber so. Nein, ihr müsst wirklich duplizierbar sein. Ihr müsst immer und immer wiederholen, was ihr macht. Ihr müsst das gleich wiederholen, weil nur dann habt ihr für euer Setup oder für das, was ihr macht, einen Erwartungswert. Und auch hier spielt es wieder keine Rolle, ob es um Marketing geht, ob es um Börse geht. Aber wir sprechen halt gerade vom Thema Börse, von Trading. Also von daher, seid duplizierbar. Wiederholt die Dinge. Und der positive Nebeneffekt ist, wenn ihr euer Setup immer wieder gleich wiederholt, so wie es ist, dann brennt sich das hier oben ein. Und dann wird es zu einem Automatismus. Genauso wie ihr morgens aufwacht und auf den Wecker haut, weil euch auf den Nerv geht, genauso brennt sich diese ganzen Abläufe bei euch ein. Dann steht ihr auf, schleicht aus dem Bett zur Kaffeemaschine, drückt den Knopf, damit der Kaffee rauskommt aus der Kaffeemaschine. Und eigentlich wisst ihr gar nicht, boah, wie habe ich das jetzt hingekriegt, so verpeilt, wie ich noch bin, so früh am Morgen. Und das sind Automatismen, die spielt unser Körper unterbewusst ab. Und die sind enorm wichtig für euch. Von daher, seid duplizierbar. In diesem Sinne, und ihr wisst nie, wo ihr hinkommen solltet zum Thema wirklich Ehrgeiz und Geduld, kann ich euch noch mein Beispiel geben. Das will ich noch mal ganz kurz zum Schluss hinzufügen. Und zwar mein Beispiel war, meine Grundidee war, okay, ich bin hier auf Gran Canaria geblieben, also in Spanien geblieben, und habe gesagt, okay, ich finde das so schön hier, ich finde die Menschen so gut hier. Es reicht mir eigentlich, wenn ich ein gutes Gehalt aus der Börse raushole. Natürlich hatte ich Ersparnisse, mit denen ich an der Börse arbeiten konnte, aber wenn ich ein gutes Gehalt raushole, wenn ich XY verdiene,
dass ich so bis zu meine Kosten decke, mir auch mal ein schönes Abendessen meiner Freundin leisten kann, aber ich hatte keine großen Ansprüche. Das war mir eigentlich relativ unwichtig. Ich wollte einfach nur mein Leben wirklich genießen. Ich wollte wirklich diese ganze Lebensqualität genießen. Ich habe gesagt, okay, ich will wirklich auf einem gewissen Level leben. Ich möchte das und das erreichen. Und dann ist unterm Strich viel mehr draus geworden, als ich eigentlich erwartet habe. Weil ich habe die Sachen, die ich gemacht habe, einfach mit einer Voraussetzung gemacht, dass ich XY erreiche, sagen wir mal so viel. Das war für mich wichtig. Das war mein kleines Ziel. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich das mit Leidenschaft gemacht, dann habe ich das wiederholt, dann habe ich das dupliziert, dann war ich wissbegierig, dann war ich ehrgeizig, dann bin ich dran geblieben und auf einmal ist was viel Größeres draus geworden. Und dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich sehr dankbar. Von daher, ich wollte euch diese Geschichte kurz erklären. Das heißt, ich wollte einfach nur so auf so einem gewissen Level schweben, wo ich mein Leben genießen kann, dass ich mein Essen leisten kann, mal ausgehen kann mit meiner Freundin, meine Miete leisten kann und nichts Besonderes. Und mittlerweile ist viel mehr draus geworden. Ich bin viel erfolgreicher geworden, als ich eigentlich gedacht habe, weil ich die Dinge mit Leidenschaft gemacht habe, weil ich die Dinge mit Motivation gemacht habe, mit positiven Gedanken, weil ich ehrgeizig, geduldig war. Und Geduld ist bei mir, das war einer meiner schlimmsten Tugenden. Geduld, und vor allem, ich war wissbegierig und war duplizierbar. Und wenn ihr es wirklich so schafft, dann verspreche ich euch, dass ihr erfolgreich werdet. Vor allem, wenn ihr wissbegierig seid. Von daher, das war es jetzt heute von dem Video. Wir sehen uns in dem Gratis-Webinar, was müsst ihr wissen, um erfolgreicher Trading zu werden. Und ja, wenn ihr diese 5 Punkte einhaltet, und das, was ich euch in dem Webinar erkläre, was ihr wissen müsst, auch wirklich so lernt, vollkommen egal, ob ihr es bei mir lernt, bei einem anderen Coach lernt, ob ihr es euch selber beibringt, das spielt keine Rolle. Es geht einfach um Dinge, die ihr wissen müsst. Wenn ihr diese Dinge lernt, dann verspreche ich euch, dann werdet ihr erfolgreicher Trader werden. Ich weiß aber auch genauso gut, dass die meisten es nicht schaffen werden, weil sie einfach diese Geduld, diesen Ehrgeiz nicht haben. Weil sie denken, oh, es müsste schnell gehen. Das ist nun mal so. Oder weil sie vielleicht die Trading-Psychologie dazu nicht haben. Die meisten werden es nicht schaffen. Aber wenn ihr es wirklich wollt, wenn ihr Gas gebt, wenn ihr wissbegierig seid, dann verspreche ich euch, dann schafft ihr das. Also von daher, ich bedanke mich heute fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem bitte einen Daumen hoch, weil Support ist kein Mord. Das finde ich echt nett von euch. Teilt das Video, lasst doch andere von diesem Wissen profitieren. Und wir sehen uns zu dem Gratis-Webinar hier unten. In der Videobeschreibung habt ihr den Link. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Sascha.